Hallo und herzlich willkommen bei uns in Offenhausen. Abschiede, sie gehören zum Leben dazu. Die alltäglichen Abschiede, bei denen man sich vielleicht kurz zuwinkt und sagt bis bald oder bis morgen. Die Abschiede, die schon etwas größer sind, wenn jemand den Wohnort wechselt oder die Arbeitsstelle. Oder eben die endgültigen Abschiede, wenn wir von Menschen Abschied nehmen müssen, die verstorben sind. Auf manche dieser endgültigen Abschiede kann man sich vielleicht vorbereiten. Aber es gibt eben auch immer wieder solche plötzlichen Abschiede, ohne Gruß, ohne dass man sich darauf vorbereiten kann. Von einem dieser plötzlichen Abschiede komme ich gerade, wie die Uhr im Hintergrund vielleicht auch zeigt. Ein Lied, das Abschiede begleitet, das ist Geh unter der Gnade. Das heißt, am Schluss vom Gottesdienst, bevor man sich als Gemeinde verabschiedet und dann jeder wieder in seine Richtung geht. Oder sei es auch bei einer Beerdigung. Als guter Wunsch an den Verstorbenen, aber eben auch für die Trauernden selbst. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Ein Frieden, der viel größer ist als der Friede, den man hier auf dieser Welt findet. Das ist für diejenigen, die zurückbleiben, auch ein Trost, dass die Menschen, von denen wir endgültig Abschied nehmen mussten, nun an einem Ort sind, in dem sie tatsächlich vollkommenen Frieden finden, geborgen in der Liebe Gottes. Geh unter der Gnade erinnert aber auch an den aaronitischen Segen, der uns begleiten möge, jeden Tag, jeden Moment. Immer wieder spürbar. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Immer du tust, geh unter der Gnade.
Seid gesegnet und bleibt behütet. Das wünschen euch euer Martin und eure Ann-Sophie, euer Pfarrer an der Evangelischen Studierendengemeinde in Erlangen.